Hallo, herzlich willkommen hier in der E-Bike-Erlebniswelt. Erhard Mutt in Lauda. Ich bin selber der Erhard Mutt und ich habe einen Kunde jetzt hier. Das ist der Herr Hutschenreuter aus Thüringen vom Rennsteig oben. Jawohl, genau. Das merkt man auch an der Sprache, dass er da aus Thüringen ist. Also es ist so, ich habe ihn gerade eben abgefangen. Und zwar, er war gerade dabei, sein Vitali wieder mit rauszunehmen nach der Inspektion. Ich war dann ganz überrascht, 10.000 Kilometer habe ich gesehen. Seit 3 Jahren haben Sie das jetzt, ne, das Rad? Ich glaube im Februar oder März 20. Also, und in der Zeit sind Sie so viele Kilometer gefahren. Jetzt habe ich gesagt, ja, haben Sie überhaupt Zeit, so viel zu fahren? Und dann hat er mir gesagt, man muss im Ruhestand sein. Genau. Und man muss, also er war ja selbstständig, so wie ich auch. Ja, genau. Was haben Sie gemacht? Ich hatte als Malermeister, ich hatte auch Beschäftigte gehabt. Aber wie gesagt, bis zum letzten Tag gearbeitet. Und da hat man keine Zeit und aber auch kein Hobby aufbauen können. Ja, also mein Hobby sind E-Bikes. Das habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich hoffe, ich soll aber auch Freude, kommt dann ein Verputzen und ein Malen. Ungewöhnlich ist jetzt, also nach 10.000 Kilometern, welche Erfahrungen haben Sie mitgemacht mit dem Vitali? Ich hatte technisch gesehen gar nichts und hatte jetzt ein Problem gehabt mit der Elektronik, dass sich was nicht übertragen hat. Und deshalb bin ich hier gewesen, um das reparieren zu lassen. Und das hat jetzt es hat geklappt innerhalb eines Tages. Und ich muss sagen, es war ein Ausgangspunkt meiner Überlegungen durch die Videos, die eingestellt waren vom Herrn Mutt, dieses auch mitzunehmen, anzusprechen und hier zu kaufen. Mir wurde wieder geholfen. Also es hat irgendwie funktioniert. Ist auch, man weiß von Service. Ja. Jetzt sind Sie vom Rennsteig wohnen auf 800 Höhenmeter. 820 Höhenmeter. Ja, ist doch das überhaupt das richtige E-Bike für Sie? Also, ne, also Sie werden doch bestimmt, wenn Sie so ein kleines Rädel haben. Ja, es gibt solche Wege und solche Wege. Und für die kleinen Räder sollte man nicht unbedingt die steinigen und mit Holz beworfenen, sondern sich entsprechende Wege, eine Tour da noch suchen. Genau. Und die Berge geht's hoch, also Steichungen. Gut, wir sind oben. Wir sind auf 820 Meter. Aber Höhenlauf geht's nicht. Aber vor und auf den Kamm. Wer Thüringer ist und auf dem Kamm lebt, der versucht auch auf dem Kamm zu bleiben. So ist es. Dann sind Sie auf dem Kamm 10.000 Kilometer gefahren, hin und her, Donnerwetter. Macht das seine Hausstrecken? Ja. Ne? Und das meiste dann ist es ja so, dass man sich einen Kreis sucht, damit man nichts doppelt fährt, sondern dass man eben eine Rundstrecke, wo man dann auch Bekanntschaften aufbaut. Mehr Männer oder sind auch Frauen dabei? Das müssen wir noch mal auswerten, wenn wir so zweit sind. Ja, genau. Die Frau hört nämlich da im Hintergrund mit. Gell? Ja, der Feind hört mit. Sie kennen das ja noch aus dem Osten. Sie kennt mich. Immer wieder nach Hause gekommen. Sehr gut. Und auch wahrscheinlich zur rechten Zeit. So ist es. was sagen denn die Menschen, wenn sie das kleine Rad sehen? So wie mir das mal vorhin schon gesagt. Es wird belächelt, wenn man mit so einem kleinen Rad kommt. Aber die Leute unterschätzen das völlig. Auch das Fahrgefühl. Also für mich ist das optimal. Ich kann dieses zusammenklappen, einladen, ja, mitnehmen. Ich bin so beweglich und so beweglich. Ne? Und das war der Grund. Das hatte ich gesehen in eines der Videos von der Firma Mutt. Ja. Und das hat mich da bewogen, das hier zu holen. Mensch, das freut mich. Also und letzten Endes, das Ergebnis stimmt, ja? Ergebnis stimmt. Wie gesagt, im Service. Ich hatte auch schon mal Reifen zuschicken lassen, weil die kleinen Räder haben, die anderen Händler gewöhnlich nicht. Ja, manchmal, ja. Also bei euch in Thüringen vielleicht nicht so. Nicht so. Ne? Und wie gesagt, das stimmt alles. Gut. Ich werde es zu jeder Zeit wieder machen, werde es auch immer wieder empfehlen. Also, dann würde ich sagen, herzlichen Dank, dass Sie jetzt mit vor die Kamera gegangen sind, weil ich habe Ihnen nicht gesagt, was Sie sagen sollen. Das haben Sie von sich selber. Ich bin der alte Bobbelkusch. Das ist doch schön. Und gerade haben wir noch gesagt, ehrlich wäre am längsten. Ja. Und wer ein schlechtes Gedächtnis hat, der ist am besten immer ehrlich, sonst tut er sich nicht. Da kannst du flott nicht erzählen. Ja. Also dann, wenn auch Sie Interesse haben an so einem Vitali, kommen Sie einfach mal vorbei oder bestellen es einfach bei uns. Falsch machen können Sie nichts. Dann auf Wiedersehen. Tschüss, Ade.